Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Heute erwartet uns ein Gruppenspiel in der UEFA Champions League. RB Salzburg gegen Liverpool. Spiel 1 also in der UEFA Champions League. Spannende Sache, Wolf. Wie kommt man rein? Wo führt der Weg hin? Die Erwartungen sind enorm. Bei den Fans wie beim Club keine leichte Aufgabe. Die UEFA Champions League hat natürlich ihren ganz eigenen Reiz. Das ist so ein Wettbewerb, da gibt jeder wirklich alles. Ja, du hast die größten, die besten Clubs in einem Wettbewerb. Da gibt es kein Ausruhen, du darfst dir nie eine Pause gönnen. Das gilt für die K.O.-Runde, das gilt auch jetzt schon am ersten Spieltag. Und so wird Red Bull Salzburg in diese Partie gehen. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4. Flanke zu ungenau, so hat sie der Torwart. André Ramalho. Den Ball spielt er raus. Super gelöst, den Ball hat er. Anderson, Roberto Firmino. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt haben sie den Ball verloren. Toller Pass. Kann er was draus machen? Da ist die Flanke. Schön mit dem Kopf auf die andere Seite. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Slatko Junusovic. Junusovic! Da ist der Torwart da. Gut gemacht. Ecke in die Mitte. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg. Er ist da und kann den Ball hier klären. Ulmer. Junusovic. Sie bekommen den Einwurf. Trent Alexander-Arnold. Fabinho. Mohamed Salah. Das sieht vielversprechend aus. Gut gemacht, gutes Tackling. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Roberto Firmino. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Ja, durchaus ein vielversprechender Freistoß. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Junusovic. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Das wird Abschluss geben jetzt. Junusovic. Super Pass. Alisson verhindert das Tor aus nächster Nähe. Was für ein sensationeller Reflex. Chance vielleicht auf die Führung bei dieser Ecke. Jetzt die Ecke. Gute Kopfballchance. Aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt da nichts mehr rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt. Da war kaum mehr auszuholen. Anderson.
und Firmino. Sadio Mane. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Fabinho. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Kommt jetzt die Flanke? Es steht 0:0, beide sehr, sehr ausgeglichen, vor allem was den Ballbesitz angeht. Und ich bin mal gespannt, wer jetzt mal mehr riskiert, mehr in die Offensive geht. Der Ballverlust. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Er gibt Freistoß, klar. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Sieht gefährlich aus. Er kann flanken. Schöne Bewegung. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Und damit sind sie am Ball. Es gibt 3 Minuten obendrauf. Könnte gefährlich werden. Jetzt ist der Platz da. Sieht ganz nach einer gelben Karte aus hier. Giri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Ja, könnte was werden. Er pfeift sie zurück. Es gibt Abseits. Sie haben den Ball. Ball kommt rein. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. So, jetzt ist erstmal Pause. Steht hier noch 0:0. Ich bin gespannt, ob hier ein Team in der zweiten Hälfte noch mal mehr ins Risiko geht. Wir gehen wieder rein in diese Begegnung. Zu Beginn dieses zweiten Durchgangs alles offen. Es steht unentschieden. Mané. Versucht er hier tatsächlich den Alleingang. Ein guter Sprint, aber dann verliert er doch den Ball. Gefährlich! Und gibt's jetzt die Führung. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel. Bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Ein Moment für die Ewigkeit, vielleicht für den vermeintlichen Underdog. Jetzt sind sie in Führung. Gemacht, gemacht, Wolf, ganz ruhig. Das wird noch ein ganz hartes Stück Arbeit. Die müssen konzentriert bleiben. So, wenn sie hier heute noch was holen wollen, dann brauchen Sie die berühmt-berüchtigte zündende Idee. Wie reagiert er jetzt? Sie sind jetzt also in Führung. 1:0. Mané. Liverpooler Platz. Fabinho. Oh, war das knapp. Die Riesenchance zum Ausgleich, aber nichts draus gemacht. Ah, kein guter Abschlag. Was können Sie jetzt draus machen? Das muss der Ausgleich sein. Er hält ihn. Unglaublich, das war eine tolle Chance und da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Das Pressing jetzt.
Ja, das wäre der Ausgleich gewesen, aber wir haben es gesehen. Glanzparade. Dennoch, ich glaube, wenn sie so weitermachen, dann dauert es nicht mehr lange bis zum Tor. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Da setzt er sich gut durch. Ballverlust Liverpool. Da wäre Platz für den Konter. Oh, toller Pass, gute Aktion. Sie verlieren den Ball. Alisson. Der Abschlag ist ihm völlig verunglückt. Kann jetzt gefährlich werden. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Oh je. Oh, oh je. Den muss der Torwart auf seine Kappe nehmen, Buschi. Ja, das war unglücklich, Wolf. Er spielt dem Gegner den Ball genau zu. Ja, der lässt ihn nicht zweimal bitten. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Junusovic. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Gut gemacht. Vorbei am Abwehrspieler. Wijnaldum. Er hält den Ball fest. Das ist die Chance. Phänomenal. Ohne Worte. Klasse Aufbauspiel und das Tor dann fast folgerichtig. Tabuschi, das nimmt er natürlich gerne an. Dann lässt er sich nicht zweimal bitten. Nee, alles offen. Also so leicht hat man es nicht oft. Ein schönes Tor, aber auch ein einfaches Tor. Aktueller Spielstand jetzt also 2-1. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Kann er was draus machen? Jetzt vielleicht die Flanke. Parade Alisson. Aber Gefahr noch nicht bereinigt. Steinpass auf Roberto Firmino. Schöne Aktion. Oh, viel Platz jetzt. Roberto Firmino. Wenn er den macht, steht sie unentschieden. Ärgerlich. Er vergibt die Chance. Ja, er hadert mit seinen Spielern, hadert mit der Chancenverwertung. Die Riesenmöglichkeit zum Ausgleich, aber nichts ist, kein Tor. Unglaublich. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Kurzer Blick zur Uhr, Viertelstündchen haben wir noch. Toller Pass, klasse Pass. Ball kommt flach rein. Tolle Parade, super reagiert. Gibt Einwurf jetzt, da blieb keine andere Möglichkeit mehr. Auswechslung. Mal sehen, ob sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen sie hinten. Und jetzt ein Schuss. Alisson gehalten. Weltklasse, kann man nicht anders sagen. Ich weiß nicht, ob wir hier die Wiederholung noch gebraucht hätten. War ja eigentlich in Echtzeit schon recht deutlich. Ja, aber so gibt es dann eben keine Diskussionen mehr. Ecke in den Strafraum. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Kopfball geht ins Seitenhaus, gibt Einwurf. So, Buschi, bei Liverpool sehen wir einen Spielerwechsel. Warten wir mal ab, wie sich diese Umstellung dann im Spiel auswirkt. Auch kurz vor Schluss will ich hier keine Prognose abgeben. Noch ist alles möglich. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen, Wolf. Völlig offen hier der Ausgang der Partie. Jetzt das Anspiel aus dem Flügel. Zlatko Junusovic. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden. Gute Chance. Der Ball geht deutlich neben das Tor. Schade, da war mehr drin. Kein guter Abschluss. Den Ball kann er klären. Noch liegen sie hier knapp hinten, kurz vor Spielende. Was dürfen wir in diesen Schlussminuten noch erwarten? Liverpool stemmt sich gegen diese Niederlage und ich bin sicher, da kommt noch was. Das Motto kann doch nur volle Offensive heißen. Sieht gefährlich aus.
Jetzt kann er flanken. Pass kommt. Kann er was draus machen? Er zieht ab. Jetzt wird's gefährlich. Da zieht er ab. Der Ball prallt zurück vom Pfosten. Und das war's, liebe Zuschauer. Das ist der Sieg. In diesem ersten Spiel, so hatten sie sich das erhofft. Guter Start in diesem Wettbewerb. Also das konnte man sich gut angucken. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Schöner Auftritt heute von ihm. 2 Tore gemacht, gewonnen. Was will man mehr? Super Pass! Alisson verhindert das Tor aus nächster Nähe. Was für ein sensationeller Reflex. Chance vielleicht auf die Führung bei dieser Ecke. Könnte gefährlich werden. Jetzt ist der Platz da. Schiri zeigt ihm gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Gefährlich! Und gibt's jetzt die Führung. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Alisson. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung... Gut gemacht, vorbei am Abwehrspieler. Reinaldo, er hält den Ball. Das ist die Chance. Phänomenal, ohne Worte. Klasse Aufbauspiel und das.